Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Wochendeko. Heute mal wieder so halbwegs pünktlich, nachdem ich jetzt von meinem Termin nach Hause kam, kann ich mich jetzt endlich mal ransetzen und die Woche 17 vom heute bis Sonntag, vom 25. bis zum 1. Mai dekorieren. Ich bin ganz erfreut, dass das jetzt heute mal wirklich so halbwegs zeitig klappt. Wobei letzte Woche habe ich es ja wochenends gemacht. Das war ja auch echt okay. Genau. Ich habe mir jetzt heute Sticker aus dem AliExpress, aus dieser AliExpress-Box ausgesucht. Und zwar Reste-Sticker, wo ich wirklich Bögen schon angefangen habe, dass ich das einfach auch mal verarbeitet bekomme, weil ich das schade finde, wenn ich da ja, so einen Bogen mit noch zwei oder drei Stickern einfach liegen habe. Hab mir die hier mit dazu genommen, weil da halt auch passend zu dem hier der kleine Käfer drauf ist und auch passend zu diesem Bogen hier. Von der Blüte her geht das auch. Es passt alles gut stimmig zusammen und mich freut's, wenn ich wieder ein bisschen was verbastelt habe. Ja, die Washi-Tapes. Oh mein Gott, also ich habe gerade momentan echt immer noch so. Weiß ich nicht. Koordinationssprachprobleme irgendwie. Genau, Washi-Tapes habe ich mir jetzt ausgesucht. Hier diese hier. Einmal rot und einmal grün. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und gucken, was da jetzt im Endeffekt dann bei der ganzen Wurstelei entsteht. Ich muss mich auch dafür entschuldigen, wenn ich ein bisschen tranig wirke. Wir waren gestern bei der Kommunion von unserem Neffen und die Familie meines Mannes, die wohnen halt ja, so 2, 2,5 Stunden Autofahrt, je nachdem, wie viel auf der Straße los ist. Wir fahren immer an Würzburg vorbei, da ist natürlich oft immer ein bisschen mehr los. Und ja, es ist im Endeffekt immer schwer abhängig, wie viel auf der Straße los ist. Und dadurch, dass die Kommunion halt um 10 Uhr losging und wir pünktlich da sein wollten, sind wir halt wirklich schon um 7 Uhr hier raus. Also ihr könnt euch vorstellen, wann wir aufgestanden sind. Und dann halt, wir hatten das Glück, wir haben es wirklich in 2 Stunden hin und in 2 Stunden zurück geschafft. Also wir hatten nicht so den, hoppla, Hilfe. Nicht umkippen. Wir hatten nicht so diesen schlimmen Rückreiseverkehr, diesen, wir hatten ja die Osterferien, also wir hatten glücklicherweise keinen schlimmen Osterferien-Rückreiseverkehr. Viele müssen sich zum Glück gedacht haben, wir fahren mal lieber Samstag schon heim. Was uns jetzt halt wirklich gestern auch sehr zugute kam. Ich meine, frühs merkt man es nicht. Wer ist frühs morgens um 7 schon, ja, so jetzt unterwegs, sonntags. Also war sehr, 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 sehr wenig los, glücklicherweise, dass wir wirklich richtig gut durchgekommen sind und wirklich um 7:15 hier losgefahren sind und echt um 8:45 wirklich direkt bei meinen Schwiegereltern vorm Haus ankamen. Ja. Genau. Und dann ging es halt abends wieder zurück. Dadurch, dass bei meinen Schwiegereltern momentan das Schlafzimmer renoviert werden muss, weil da leider ja eine feuchte Wand entdeckt wurde, schlafen die in unserer ja, eigentlichen in unserem eigentlichen Urlaubsdomizil jetzt oben. Es geht ja gerade nicht anders, man kann sie ja nicht da unten in der Baustelle schlafen lassen und dementsprechend konnten wir halt nicht übernachten und sind dann frühs hoch und abends zurück und man hat es halt auch wirklich den Kindern angemerkt und man hat es mir angemerkt. Wir sind irgendwann um 19 Uhr hier reingekommen und dann habe ich, glaube ich, noch knapp eine Stunde habe ich es geschafft und dann habe ich aber auch so Kopfschmerzen bekommen, obwohl ich genug getrunken habe, einfach Müdigkeitskopfschmerzen, dass die Kinder dann natürlich ein Riesenfest hatten, mich dann um 7:45 hier nach unten zu begleiten und ins Bett zu bringen. Also das ist für meine Kinder immer ganz, ja, ganz interessant.
wenn die dann die Mama ins Bett bringen. Nicht die Mama bringt die Kinder ins Bett, sondern sie bringt die Mama ins Bett und Papa bringt dann sie ins Bett. Ja. Genau. Also deswegen könnte es sein, dass ich heute noch ein bisschen neben der Spur laufe. Genau, aber ich durfte dann heute sogar ausschlafen bis um 8. War auch sehr, sehr schön. Und ja, kann ja nur besser werden. Wie gesagt, das sind so Ausnahmesituationen, die denke ich, die hat jeder mal. Darf man ja auch haben. Glücklicherweise hat sich der Papa super gut um die Kiddies gekümmert, hat sie super gut aus dem Haus geschmissen, dass sie in die Schule gehen. Und ja, wie gesagt, das ist halt, ja, in der letzten Zeit sind so ein paar Sachen halt doch ein bisschen anstrengender für mich geworden. Aber das wird sich auch wieder ändern, denke ich mal. Also ich vermute mal ziemlich schnell sogar. So, ich versuche jetzt mal was anderes. Hier nämlich im Endeffekt diese Folie, die eigentlich hinter den Stickern sich befindet, einfach mal hier von den Teilen wegzubekommen, weil das nervt mich beim Abtrennen, dadurch, dass ich mit dem Zeigefinger der linken Hand leider nicht so brutal viel machen kann, da ich mich blöd aufgerissen habe an der Nagelhaut. Dass ich das ein bisschen leichter runter bekomme, war eigentlich der Plan. Klappt ja echt gut. Ach je. Naja, dann nehmen wir halt im Endeffekt einfach den anderen Finger. Sind ja genügend Finger vorhanden, ne? Ja, ich hoffe, euer Wochenende war ein bisschen entspannter und nicht so mit viel hin und her und ja, Fahrerei und allem verbunden. Das ist halt dann, ja, ich finde es dann doch schon immer noch so ein bisschen anstrengend. Aber es ist halt gleichermaßen anstrengend wie schön. Oder es ist, ja, eigentlich ist es noch viel schöner, als es anstrengend ist. Aber es ist halt echt schade, wenn die Familie so weit weg wohnt. Beziehungsweise so weit ist es ja nicht, aber 2 Stunden im Auto, die können sich halt schon mal ziehen. Ne? Und wir wollten eigentlich gucken, dass wir viel, 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 viel häufiger jetzt wirklich dieses Jahr dann oben sind. Also sprich auch die Osterferien waren eigentlich geplant, oben zu verbringen. Und die Pfingstferien wollte ich mit den Kindern oben verbringen. Und ja, das funktioniert jetzt halt leider, leider, leider wegen dieser gemeinen, blöden Schimmelwand nicht. Es ist, ja. Aber was wollen wir machen? Das ist schade, aber wir haben es halt nicht in der Hand, weil die ist auch nur spontan entdeckt worden, weil das alte Schlafzimmer, der große Schlafzimmerschrank weggekommen ist. Und ich will mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie lange meine Schwiegereltern da noch in diesem Schlafzimmer mit diesem Problem geschlafen hätten. Also da wird es mir schon ganz anders, wenn ich daran denke. Unwissentlich wirklich mit diesem Problem geschlafen hätten. Also da, nee. Katastrophe. Also das, oh, will ich mir eigentlich echt gar nicht vorstellen, weil ja, das finde ich ganz schlimm. Also wir sind ja einerseits echt super froh, dass das jetzt endlich entdeckt wurde oder dass das entdeckt worden ist, dass da wirklich was dagegen gemacht werden kann.
Steht am Donnerstag viel an? Steht am Mittwoch viel an? Nein, eigentlich Mittwochs ist eigentlich immer unser ruhiger Tag. Genau. So, mich freut's. Ich freue mich. Ich habe jetzt diese drei Bögen wirklich leer. Genau. Hab's geschafft. Meine Wochendeko steht. Meine Woche ist aktuell. Das ist natürlich das Schönste. Jetzt haben viele von euch gefragt, wie diese Boxen aussehen. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt leider in der letzten Zeit nicht dazu gekommen, die nochmal zu suchen. Aber so sehen die aus. Ich weiß gar nicht, unter was ich die gesucht habe. Ich werde mal gucken, ob ich die noch irgendwie bei AliExpress finde und setze euch dann einen Link unten in die Infobox rein. Und dann könnt ihr da mal schmökern. Wie gesagt, die sind echt super gut gefüllt. Ich meine, vielleicht hilft euch auch das hier, wenn es fokussiert. La la la. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit euch das hilft, inwieweit ihr Chinesisch könnt. Aber vielleicht hilft euch hier der QR-Code. Strichcode, nein, Strichcode. Hier, das sind ja zwei verschiedene Strichcodes. Jetzt könntet ihr auf Pause machen und dann habt ihr im Endeffekt hier diesen. Ich weiß nicht, inwiefern euch das wirklich was bringt. Wie gesagt, ich werde es nochmal gucken, ob ich es bei AliExpress, müsste ich es eigentlich noch in meinen Käufen, glaube ich, drin haben. Und dann setze ich euch einfach den Link in die Infobox. Genau. Dann räume ich jetzt hier mal zusammen. Und ja, wer hat Lust, meine Geburtstagsgeschenke zu sehen? Da hätte ich jetzt nämlich gerade auch voll Bock, das Video gleich abzudrehen. Ja, schauen wir mal, wie ich es zeitlich schaffe. Wie gesagt, ich bin ganz zufrieden. Ich trage jetzt mal hier meine Termine ein. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen richtig schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund und positiv. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.